Sehr geehrte Festgäste, wir haben uns hier versammelt, um all derer zu gedenken, die in den Fluten der Donau ihr Leben verloren haben. Wir sind zusammengekommen, um für die Verstorbenen der Donauschifffahrt und des Strombaues zu beten. Lasset uns beten. Gott des Lebens, viele Menschen ereilt der Tod plötzlich und gewaltsam. Ihre letzten Augenblicke sind erfüllt von Angst und Schrecken. So bitten wir dich für alle Opfer der Schifffahrt, auch in den vergangenen Zeiten, für die im Krieg in der Donau Gefallenen, für die Opfer von Freizeitunfällen, für die Toten der Hochwässer, für jene, die bei Brücken und Kraftwerksbauten ums Leben gekommen sind und für die, die besonders in früheren Zeiten den Tod in der Donau gesucht haben, geworden sind. Dieser Kranz ist Zeichen der Dankbarkeit für das Werk der Menschen, die den Gefahren des Donaustromes gebannt und sich für eine reibungslose Schifffahrt eingesetzt haben. Dieser Kranz ist ein Zeichen unseres Glaubens an Christus, der allen, die durch das Tor des Todes gehen, Heimat im Himmel bereitet hat. Wir bitten dich, Herr, gieße die Fülle deines Segens über diesen Kranz und über alle Menschen, deren Gedenken wir heute feiern, und über alle, die hier versammelt sind. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die sind wieder rein in dem Bogen. Ach so. Ja. Zurück zum Ursprung, gell? Zurück zum Ursprung. Ist das super? Ja.
herzliches Danke der Besatzung des Bootes, die es sicher zu uns gebracht hat, und ich darf jetzt den Oberschüler Peter Bohn zu mir bitten, dass er uns sein Gedicht zur Kenntnis bringt. Ja, bitte sehr. Einen besonderen Gruß vom oberen Donnertal. Ich darf jetzt ein Gedicht vortragen über den Ort, über den schönen Ort St. Nikola. Am Nikolaustag wird ein Kranz in der Donau versenkt, weil man der verunglückten Schifffahrt gedenkt. Ist wohl ein schöner Frau, der wohl ja geschickt im Strudengau. Man besinnt sich zurück an die frühere Zeit, wie es da noch besonders gefährlich war für die Schiffersleute. Keiner hat gewusst, wie es wohl ausgewirkt, wenn er sein Schiff durch den Strudel führt. Drum hat er bett, heiliger St. Nikolaus, beschützt mein Leben, bist du barmherzig, hast für die Arme alles gegeben. Hab daheim Frau und Kinder und müssen die jetzt sterben, kann sein, dass sie wohl verderben. Für Bitten hat der gute Heilige erhört und drum hat man den Ort St. Nikola nach ihm benannt und damit sein christliches Vorbild geehrt. Danke. Bravo. Ein herzliches Dankeschön allen, die einem Heiligen mitgeholfen haben zum Gelingen des Festes. Und Ihnen allen danke fürs Kommen. Wünsche allen einen schönen Aufenthalt in St. Nikola. Und damit wird es der Nikolaus mit den Assistenten zum Verteilen bei den Kindergartenkindern, Volksschulkinder beginnen. Aber es müssen Sie ausgehen, dass für alle Kinder Sackgut da ist. Bitte sehr, lieber Nikolaus, wenn du deines Amtes waltest, ob du wirst ja dann erreicht und bei uns bleiben, auf die Schiffe vielleicht einmal unterwegs sein, zur Holzschule schauen, sodass du noch längere Zeit hier bist. Thank you.